Hey ho Leute, welcome zu meinem 10. Part Let's Play Cataclysm. Und zwar, wir haben jetzt hier die Elementare alle platt gemacht das letzte Mal. Sorry, ich muss gerade mal mein Zigarettchen ziehen. So, wir haben jetzt das letzte Mal hier alles platt gemacht. Jedenfalls würde ich jetzt gerne mal mit euch zusammen Bergbau mal weiter skillen. Und würde auch gerne mal... Ich weiß gar nicht, ob ich zu meinem Lehrer kann momentan. Ob ich irgendwas lernen kann. Ausbruch, hier habe ich eine neue Fähigkeit, die ich erlernen kann. Es geht erst mit 85. Ja, jedenfalls werden wir jetzt mal zu dem Todesritterlehrer gehen. Und danach nach Sturmwind, wo ich dann mal Bergbau weiterskillen werde und Ingenieurskunst. Jedenfalls, wer es noch nicht kennt, der Todesritter hat die Fähigkeit, ein schwarzes Tor zu öffnen. Welches wir hier sehen. Und wenn wir da durchgehen, kommt ein Ladebildschirm. Ich kann machen, dass ein Ladebildschirm erscheint. Nein, Quatsch. Wenn es dann denn geladen hat, was jetzt durch die Aufnahme ein wenig länger dauert, sind wir in den östlichen Pestländern. Ich zeige es ganz kurz auf der Karte. Und zwar sind wir jetzt hier oben. Wir waren gerade hier, jetzt sind wir da. Hier ist die Festung der Todesritter quasi. Und wir gehen jetzt erstmal zu meinem Lehrer. Wer sich jetzt wundert, warum ich hier so schnell laufe. Herrschaft über Archeros. Innerhalb von Archeros kann sich der Todesritter 75% schneller bewegen. Ja, warum auch immer. Aber naja, gut. So, ich werde jetzt hier mal zu dem Lehrer gehen. Ich bin auf der Suche nach Ausbildung. Genau. Und zwar können wir hier Ausbruch lernen. Was macht das denn? Infiziert das feindliche Ziel sofort mit Blutseuche und Frostfieber. Ja. Blutseuche ist vielleicht ganz gut. Dann hätte ich drei Dots an. Ne, ich erlerne es einfach mal. Ein andermal. So, und jetzt gehe ich mal in mein Zauberbuch. Wo ist es? Ich weiß gar nicht, wie jetzt ein Ausbruch hier. Ich werde das jetzt einfach mal hier hinziehen. Die eisige Gegenwehr brauche ich eh nicht so oft. Aber mein Gedankenfass ziehe ich dahin. Und ich mache jetzt hier mal ein wenig durcheinander. So. Okay, schön. Und wer es noch nicht gesehen hat, Achtung. Habe ich den überhaupt an? Ja. Hey. Ich habe Fallschirm. Haha. Ja, Ingenieure können sowas. Aber gut. Wir haben jetzt unsere Fähigkeit erlernt. Aber ich hatte ja auch noch... Gerade mal gucken. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hier. Ich habe hier noch eine Axt bekommen. Mir gehen zwar 29 Trefferwertung verloren, allerdings ist alles andere um einiges besser. Vor allem bekomme ich Waffenkundenwertung dazu. Von daher... werde ich jetzt nochmal eine Etage tiefer gehen. Zu der Runenschmiede und werde jetzt quasi, das sind eh beides dieselben, ich lege jetzt einfach mal die hier weg. Rückständig hat hier die Rune des gefallenen Kreuzfahrers drauf, okay. Werde die jetzt mal anlegen. Runenschmieden, genau. Hier, das gefallenen Kreuzfahrers. Prägen hier drauf. So, da mache ich eine Verzauberung drauf jetzt auf diese Waffe. Diese Verzauberung können nur Todesritter quasi machen. Und zwar die Verzauberung, die ich drauf gemacht habe, bringt mir folgendes. Prägt eine Rune in eure Runenwaffe, die eine Chance besitzt, euch um 3% zu heilen und eure gesamte Stärke 15 Sekunden lang um 15% zu erhöhen. Für das Umschmieden blablabla bla bla, braucht ihr eine Runenschmiede, die haben wir ja. Aber jedenfalls, hallo? Ich habe eine Chance, wenn ich Schaden anrichte oder jemanden umbringe, weiß ich nicht genau, mich um 3% zu heilen. Und noch diese 15% mehr Stärke. Ja, brauche ich glaube ich nicht mehr dazu zu sagen. Aber gut, hier ist ein toter Ghoul. Warum liegt hier ein toter Ghoul? Oh mein Gott. Wir gehen wieder ein Stockwerk höher. Weil hier ist der Flugmeister. Ich werde jetzt nicht persönlich nach Sturmwind fliegen. Weil Sturmwind ist hier unten. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Und werde quasi kurz bevor ich
in Sturm mit bin, weitermachen. Also bis gleich. Verehrte Fluggäste, hier ist der Kapitän. Wir befinden uns im Landeanflug auf Sturmwind. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. So. Wir sind vor Sturmwind. Ihr seht richtig. Wir sind da. Ich bin knappe 10 Minuten geflogen jetzt, ja. Und habe gerade ein paar Lags, aber gut. Wie gesagt, wir sind gerade 10 Minuten geflogen. Das wollte ich euch jetzt echt nicht antun. Ihr hättet zwar ein wenig Landschaft genießen können, aber ja. Gut. Oh, ich habe hier noch automatisches Laufen an. So. Ja, ein paar harte FPS-Einbrüche gerade. Aber auch die werden wir hoffentlich verkraften und gemeinsam überstehen. Na komm schon. Stell dich nicht so an jetzt. Ja, wenn vielleicht, weißt du nicht, wen es interessiert. Ich zeige euch jetzt einfach mal noch ein paar Reitmounts von mir. Und zwar habe ich hier... Wie gesagt, ich weiß nicht, wen es interessiert, aber wie ihr seht, selbst ich bin momentan weg. Die Personen werden noch geladen. Es dauert gerade ein wenig. Es tut mir leid. Seid mir nicht böse. Ja, super toll. Ich bin nicht da. Ja. Schön. Naja gut, wir laufen mal zum Briefkasten. Ich habe nämlich Post, wie man hier oben erkennt. Ich habe einen Brief bekommen und wir werden jetzt sehen, was es ist. Aber ich weiß es ja schon. Und ich lade jetzt endlich die Leute hier. So, und zwar habe ich einen Kernhundwelpen bekommen. Ein Haustier. Soll ich euch kurz durchlesen? Als Dank für die Bindung von Authenticator und Battle.net-Account überreichen wir Ihnen hiermit diesen feurigen, freundlichen Kernhundwelpen. Bitte heißt ihn herzlich willkommen, das Entwicklerteam von WoW. Ja, ich habe mir einen Authenticator geholt, weil mein Account mittlerweile schon zweimal gehackt worden ist. Das ist ja nicht so witzig und dieser Authenticator gibt einem quasi nochmal so einen Extra-Code vor, den man zusätzlich zu seinem Passwort eingeben muss. Und ja, dadurch ist die Account-Sicherheit halt doch um einiges höher. Deswegen habe ich mir das Ganze besorgt und als Dankeschön dafür bekommt man einen Kernhundwelpen, den ich euch jetzt natürlich zeigen werde. Ich muss ihn erstmal erlernen, dann gehen wir... Haustiere. Wo ist er? Kernhundwelpen. Ja, auch den sieht man momentan nicht. Doch, da ist er. Ist der nicht süß? Unser Kernhundwelpe? Ja, goldig. Aber gut. Wir werden den jetzt wieder freigeben. Und wenn wir da gerade schon dabei sind, ich wollte euch ja mal ein paar Reitmounts zeigen. Hier ist jetzt erstmal, sieht man ihn, ja. Das ist das Reitmount für Nachtelfen, Standard-Reitmount. Quasi, ich habe den, wie heißt der, den Schattensäbler. Dann habe ich noch das schwarze Kriegsmammut, was man sich zu Wrath of the Lich King Zeiten für Splitter des Steinbewahrers kaufen konnte. Eigentlich eine auch PvP-Belohnung. Dann den schwarzen Kriegsbären, kennt ihr vielleicht, wenn ihr die ersten Parts von mir gesehen habt. Und zwar ist das auch eine PvP-Belohnung, wenn man die alle vier gegnerischen Hauptstädte raidet. Quasi die von der gegnerischen Allianz oder Fraktion die jeweiligen Könige, Häuptlinge und so tötet. Und das ist das Todesritter-Reitmount. Das Pferd. Ja, mir gefällt der Nachtelf nicht so da drauf, weil er eigentlich zu groß ist. Ich habe immer so den Kriegsbären gehabt. So, dann werden wir jetzt mal in den Zwergendistrikt reiten. Ja, ich fliege da jetzt nicht hin. Ihr könnt euch das Ganze hier mal angucken und seht vielleicht auch mal, was man manchmal für Wege zurücklegen musste. Damals, als man hier noch nicht fliegen konnte. Deswegen reiten wir jetzt hin. Danach werde ich natürlich wieder fliegen. Und wir werden jetzt einmal Bergbau erlernen. Und zwar den über-immer-mächtigen Bergbau-Großmeister. Da kann man hier abbauen schneller als in Minecraft. Nein, Quatsch. Die Schnelligkeit wird dadurch nicht beeinflusst. Ich hab's auf einer falschen Taste liegen. Bist du das? Nein, oh Gott, ich war schon lange nicht mehr hier. Wo steht er denn? Ah, hier ist gar kein Bergbau, ich Idiot.
Und ihr sagt schon wieder nichts. Ist der nicht hier drüben? Ne, hier ist er, genau. So, ab zum Bergbaulehrer. Bist du das? Bergbaulehrer, ja, sehr schön. Und zwar lernen wir jetzt: Erhabener Großmeister des Bergbaus. Das bringt mir ganze, ich habe jetzt ja, wie gesagt, noch Wrath of the Lich King Full Skill, 450 Punkte von 450. Und damit können wir hochscalen bis auf 525, was uns natürlich erlaubt, bestimmte Erze abzubauen. Jedenfalls, das erlernen wir. Und wir erlernen direkt noch Obsidium verhüten. Das ist ja das, was wir schon in... Ach, mir fällt es nicht mehr ein... Vashir, genau, was wir in Vashir ja schon ein-, zweimal abgebaut haben. Das können wir jetzt verhüten und daraus Barren machen aus dem Erz. So. Ich weiß jetzt allerdings... Doch, ich weiß es. Ich weiß es, wo der Ingenieurslehrer ist. Das werde ich jetzt natürlich auch lernen, damit ich das weiter skillen kann. Nein, ich weiß doch, hier müsste doch irgendwo stehen. Das sah hier früher alles ein bisschen anders aus. Ja, Ingenieurslehrer. Und zwar erhabener Großmeister der Ingenieurskunst. Ebenfalls erlernen. Oh, und da können wir schon viel erlernen hier. Was können wir machen? Wir können dann einen Obsidiumbolzen herstellen. Wir können hier eine Brille herstellen aus Stoff, die mir ganze 19 Rüstung bringt. Wow. Und dafür brauche ich Obsidiumbarren und was weiß ich alles. Lässt euch talentierter und attraktiver erscheinen. Ah, okay. Ja, wir bauen natürlich nicht einfach nur einen Helm, der nichts bringt. Nein, wir werden natürlich direkt noch sexy. Ist das nicht toll? So, ich lese mir das jetzt hier gerade mal durch. Tut mir leid. Wen das nicht interessiert, der kann jetzt umschalten und die nächste Folge gucken. So, ermöglicht einen geschickten Ingenieur, gelegentlich flüchtige Luft einzusammeln, während er Erze abbaut, Kirschnatt oder Kräuter sammelt. Sehr schön. Was ist das hier? Achso, das ist einfach nur ein Bauteil, welches wir benötigen. R19, Bedrohungsfinder. Verbindet ein Zielfernrohr dauerhaft mit einem Bogen oder einer Schusswaffe, sodass die Distanztrefferwertung dieser Waffen... Ah, okay. Also für Jäger, die ja mit Bogen bzw. mit Gewehren arbeiten oder Armbrüsten, die können sich hier so Fernrohre drauf machen, Zielfernrohre, die dann auch bestimmte Eigenschaften haben, was ich jetzt zum Beispiel als Verzauberung habe. Okay, was ist das? Blockiert den Sicherungsmechanismus eines Bogens oder einer Schusswaffe, sodass die Distanz-Tempowertung. Okay, also zwei Fernrohre, die können wir dann zum Beispiel im Auktionshaus verkaufen. Können wir jetzt alles herstellen. Ich guck mal, ich habe keine aktiven Quests, aber das Heldenboard hat eine Quest für mich. Vielleicht gehen wir sogar in ein anderes Gebiet. Oder ist das nur die Hyal-Quest? Die Hyal-Quest. Okay, wir machen es jetzt anders. Ich werde euch jetzt heute in dieser Folge etwas fragen und werde dann jetzt auch gleich nicht weiter aufnehmen. Ich werde euch jetzt fragen, soll ich in Vashir weiter questen, wo wir ja bisher waren in der Unterwasserwelt, oder möchtet ihr jetzt, dass ich von Level 81 bis 82 in Hyal queste? Ab Level 82 werde ich eh woanders hingehen, da werde ich alle Quests abbrechen, das ist mir dann egal. Jedenfalls... könnt ihr euch jetzt aussuchen, das komplette nächste Level, wo möchten wir das questen? Hyal? Eine bergige, alpenmäßige, jetzt habe ich mich total verhaspelt. Aber na gut, ein alpentechnisches Gebirge und so. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Jedenfalls hier, sehr bergig gehalten das Ganze. Oder wir bleiben weiterhin in Vashir und schwimmen da noch ein wenig rum und ja, machen da unsere Quests fertig, die wir bisher bestritten haben. So, dann machen wir hier draus jetzt mal eine uninteressante Folge. Ich zeige euch jetzt... Ach komm, ich kann euch ja auch mal meine anderen Flugmounts zeigen quasi. Ich habe hier noch diesen Drachen. Den Greifen kennt ihr ja schon. Also diesen Knochengreifen. Und hier ist noch ein normaler Greif mit Haut und Federn. Wollte schon Haut und Haar sagen. Na gut, er hat auch ein bisschen Fell so an den Beinen. Man hat ja einen Löwenarsch quasi. Da ist ja auch Fell dran. Also mit Haut, Fell und Federn. Aber naja, gut. Ich werde natürlich jetzt erstmal auf meinem, wo ist er denn da, auf meinem Knochen greifen, weiter ein wenig hier herumfliegen. Ich werde jetzt zu einem Händler fliegen, werde da mal ein wenig was verkaufen, sowie meine Rüstung reparieren. Es gehört ja alles dazu. Ja, ich meine, klar, es mag jetzt für die Zuschauer uninteressant sein, aber hallo,
Ihr wollt ein Let's Play, ihr wollt, dass ich dieses Spiel spiele. Ich spiele dieses Spiel, also spielen wir es auch richtig, würde ich behaupten, oder? So, jedenfalls warten wir jetzt, bis hier die Händler wieder da sind. Oder war die Horde da und hat die getötet? Nein, war sie nicht. Ich liefere nur feinste Waren. So, wir reparieren uns erstmal. Gold 60, das geht. So, und jetzt verkaufen wir mal die ganzen Sachen, die wir in den Quests bekommen haben. Ich verkaufe jetzt meinen alten Streitkolben. Ich habe ihn lieb gewonnen, aber hey, Keule, mach's gut. Sind aber immerhin 22 Gold. Wir verkaufen hier, die Platte behalte ich mal. Muss ich gleich mal gucken, ob ich die anlege. Wir verkaufen den Stab, den brauche ich nicht. Ich brauche keinen Mana. Das behalten wir. Das sind einfach nur irgendwelche schäbigen Kettenschultern, die können wir natürlich direkt verkaufen. Ich kann keine Bögen benutzen, den verkaufe ich auch. Ich könnte es zwar alles ins AH stellen, aber nö. Ich glaube, das war sogar alles seelengebunden. Ihr seht, ich kann es jetzt mit der Maus nicht zeigen. Unter dem blauen Namen steht seelengebunden. Wenn das seelengebunden ist, kann ich es leider nicht an andere verkaufen, sondern nur selbst verkaufen. Ich brauche keine Tank-Klamotte. Was haben wir noch? Schuppen brauche ich nicht. Schuppen brauche ich nicht. Flossen brauche ich ebenfalls nicht. Ich brauche auch keine Schlangenaugen. Stoff brauche ich nicht. Murgelschnauzen brauche ich nicht. Ein Schild kann ich nicht tragen. Noch eine platte Brust. Da werde ich, ich glaube aber die hier ist besser wie die hier. Da können wir einfach mal gucken. Ach, benötigt Stufe 77. Fort mit dem Zeug. Algenflossenbarsch. Weg. Hier habe ich platte Hände. Die gucke ich mir gleich nochmal an. Das brauche ich alles. Den hier brauche ich nicht mehr. Den kann ich auch nicht verkaufen. Deswegen löschen wir ihn. Weg damit. Muscheln. Die öffnen wir mal. Fischöl brauche ich persönlich auch nicht. Irgendwelche Schnäbel, irgendwelche Klauen, irgendwelche stacheligen Panzer, die Stoffe brauche ich, die hier brauche ich nicht. Geplünderte Tierteile, lecker, brauche ich aber auch nicht. Gut, hier den Ring kann ich auch nicht verkaufen, den löschen wir auch direkt. Ein wenig Platz im Inventar schaffen. Alkoholische Getränke, ja, ich werde mich gleich nochmal zum Ende der Folge stark betrinken. Was haben wir denn hier? Ein Relikt mit Intelligenz und Willenskraft. Chausen, brauche ich auch nicht. So, naja, 250 Gold haben wir wieder. Immerhin besser als nix. Dann seht ihr. So, dann werden wir jetzt mal rausgehen, damit ihr hier ein wenig was gucken könnt, vielleicht im Hintergrund, während ich jetzt mal hier mein Equip kurz vergleiche. Und zwar, ach, die könnte ich noch verkaufen. Na, mache ich gleich. Und zwar haben wir hier diese platte Brust. Und das Ganze bringt mir Pluspunkte. 116 Meisterschaftswertung ist immer gut. Auch ein wenig Tempo ist immer gut, vor allem als Dual-Wield, Frost, DD, wie ich es ja bin. Ich bekomme Rüstung dazu, ich bekomme Stärke und Ausdauer, also du verliere ein wenig Crit. Ich bekomme 48 Stärke, dadurch, dass meine Sockel wegfallen, verliere ich 40 Stärke, also habe ich 8 Stärke im Plus. Ich verliere allerdings ein wenig Crit, bekomme aber 116 Meisterschaftswertung. Ja, ich werde diese Brust tragen. Naja, sie sieht ein wenig schäbig aus, aber was soll es? Wir schauen jetzt nochmal meine platte Hände. 52 Trefferwertung verliere ich. Dafür bekomme ich 82 Tempowertung. Wie viel Tempo, wie viel Trefferwertung habe ich denn? Gerade mal gucken. 10%. Wie viele Punkte sind das denn? 262. Ich würde verlieren 52. Oh, da habe ich verdammt, da habe ich gerade noch knapp über 200. Ja, was ja eigentlich, ich hoffe ja mal, dass ich mit meinem nächsten Equip einiges an Trefferwertung bekomme. Ich hätte gern die Tempowertung und ich bekomme eigentlich auch einiges an Stärke dazu. Verliere noch ein bisschen Crit dadurch, dass der Sockel wieder wegfällt. Ja, ach komm, wir ziehen sie einfach mal an. Mensch, man gönnt sich doch sonst nichts. So, die Sachen kann ich jetzt verkaufen. Bevor ich das mache, öffne ich jetzt mal hier die Muscheln. Haben wir irgendwelche Perlen drin oder so? Oder finden irgendwas? Nein. Okay, wir haben ein kleines Minusgeschäft gemacht. Egal, 30 Silber gibt es für das Fleisch. Kochen werde ich irgendwann ein andermal weiter skillen. Da bin ich auch nicht Fullskill, soweit ich weiß. So, das können wir verkaufen. Das können wir nicht verkaufen. Meine Brust kann ich wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Nein, das werde ich dann gleich löschen. Dann geht es auch schon weiter. Wir sind hier falsch. Hoppsa.
Ich muss an eine Schmiede und dafür müssen wir wieder hinter den Zwergen des Trikt. Ich erinnere euch nochmal dran. Schreibt bitte in die Kommentare. Wollt ihr, dass ich Level 81 bis 82 in Hyal queste, dass ihr mal was anderes seht? Oder soll ich das Ganze weiterhin in Vashir questen? Und noch ein wenig durch die Gegend paddeln. So, wie ihr seht, wir haben hier eine Schmiede. Wir gehen jetzt hier auf Verhüten, nenne ich es immer. Auch wenn es Verhütten heißt, ich nenne es trotzdem Verhüten. Und wir verhüten jetzt kein Saronit, wir verhüten Obsidium. Dadurch könnte ich sogar noch... Oh, ich krieg sogar noch den einen oder anderen Skillpunkt dazu. Was ja nicht schlecht ist. Allerdings kann man durch Verhütten nicht wirklich skillen, sondern man skillt mit Abbauen, was wir dann natürlich jetzt demnächst fleißig machen werden. Ach komm, wir verhüten auch gerade noch ein wenig Saronit. So. Ja, Leute, mehr gibt's jetzt gar nicht zu sagen. Wer vielleicht noch Interesse hat an... Hey, was gibt's denn noch so für Flugmounts? Was gibt's denn noch so für Reitmounts? Könnt ihr auch das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe noch ein paar andere mit meinem 85er Druiden. Dann kann ich euch die auch das nächste Mal noch... Ja, zeige ich euch die einfach mal. Ja, falls euch das nicht interessiert, zeige ich euch das natürlich nicht. Ansonsten Hyal, also Berge oder Wasser, natürlich reinschreiben. Und dann beenden wir jetzt hiermit die Folge. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Tut mir leid, dass die Folge etwas uninteressant war. Aber auch solche Momente gibt es in diesem Spiel. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.